Mein Pokémon, Marshadow, ist super stark. Mit seiner Stärke kann er sogar Felsen bewegen. Marshadow, Marshadow, Marshadow. Ein Top-Trank, okay. Tut mir leid, wenn ich die Synchro jetzt nicht so gut kann, ne? Aber ich bin leider kein gebürtiges Pokémon, daher... Entschuldigung. Jö. Dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für Trainer zur See. In jedem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer. Wahnsinn. Auf all meinen Reisen habe ich nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. Okay, Relaxo, ja. Okay. Tagträume, auch geil. Ach, Relaxo ist schon süß. Ja, ja. Lustigste ist ja, dass es Menschen gibt, die Relaxos Eigenschaften haben, ne? Du weißt Bescheid. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Okay. Ich hoffe, jetzt kommt er mir nicht mit einem Stiefel oder sowas. Aber ich hoffe mal eher nicht. Goldini. Okay, warum nicht? Ich hätte mal Raserei verlernen sollen, ich Idiot, statt Kratzer. Das war nicht so die super Idee, glaube ich. Na gut, ist ja auch egal. Ich finde aber so Kratzer und Schnitzer. Schnitzer ist so das bessere Kratzer irgendwie, ne? Schlägt sich ganz gut, ne? Und? Zack, weg mit dem. Sauber. Oh, okay, das war's für mich. Tschüss. Oh, eine Party? Die dürfte längst vorbei sein, du bist zu spät dran. Okay. Im Wettstreit mit der Jugend bleib ich jung. Aber wahrscheinlich nicht gut. Ein Pokémon nur, Gentleman, hau mal raus. Pikachu. Okay. Sollen wir den aufschlitzen oder mit einem Mega-Hieb zerdonnern? Das ist die Frage. Ja, zerdonnern hätte besser gepasst wegen Donnerblitz und sowas. Na gut, das war's mit dem Gentleman. Ja, dafür bin ich gleich jünger. Bam, oh, ich bin jünger geworden. Vor 15 Jahren hätte ich mich mit links gewonnen. Ja, wahrscheinlich stimmt das sogar. Ein Top-Älter, okay. Hier los. Ich habe schon Leute auf Pokémon über Wasser gleiten gesehen. Pokémon können Büsche mit dem Zerschneider klein hacken. Ja, ich weiß. Dann rückt das doch mal raus hier, Mensch. Dillele. Was magst du lieber? Starke oder seltene Pokémon? Ein Misch aus beidem. Seltene, starke Pokémon sind gut. Ah, Gentleman möchte kämpfen und haut erstmal Fukano raus, ne? Kennen wir ja inzwischen schon. Ich würde da jetzt mal ganz gerne auch mal Schlitzer versuchen. Tatsächlich, weil Schlitzer bis jetzt echt gute... Gut, dann, Na gut. Oh, Bonita ist so schön, ne? Kriegen wir noch. Ich weiß auch genau wo. Das Spiel wird doch richtig mysteriös nachher. Ich weiß das noch ungefähr. Ich zieh meinen Hut vor dir. Wow! Mag Pokémon, die stark und selten sind. Ich wollte die raus. Ein Sonderbonbon. Juhu. Du willst auf eine... Was hast du gesagt? Was mit Party? Tut mir leid. Ich war zu schnell für die Göre. Göre setzt Radfratz ein. Los, Glutexo. Und darf der denn anfangen? Was ist das denn? So ein Regelbruch war bis jetzt immer anders. Ich hab das Wegrecht. Es war immer so. Okay. Nochmal ein Pikachu. Ah, wir haben jetzt so viel Glutexo gespielt, wir kriegen wahrscheinlich beim nächsten Wasser-Pokémon wieder richtige Probleme, aber... So allgemein haut Glutexo halt ordentlich rein, ne?
Oh, mach mal langsam. Ich bewundere die Stärke deiner Pokémon. Dankeschön. Danke, danke. Okay, noch zwei Türen. Mein Papa war mit mir in der Safari-Zone. Es war aufregend. Da kommen wir auch noch hin. Hast du die Safari-Zone in Fuxania City schon mal besucht? Es gibt dort sehr seltene Pokémon. Werden wir noch, wie gesagt, die Safari-Zone gibt es leider in Pokémon Gold und Diamant, sag ich jetzt schon, Gold und Silber nicht mehr. Wir können ja nach... Johto? Wie heißt hier die Region nochmal? Die neue Region hiervon heißt ja Johto. Wie heißt die alte Region nochmal? Boah, es tut mir jetzt echt leid, ne? Wieder peinlich gerade, Mensch. Naja, auf jeden Fall gibt es dieses Gebiet hier, ne? Die Karten, wo wir jetzt gerade sind, ja in Pokémon Silber und Gold zusätzlich zu Johto. Die sieht auch genauso aus, die Karte, mit der gleichen Ortschaften, nur eben ohne Safari-Zone. Der Kapitän war kreidebleich. Er sah schlecht aus. Viele Leute werden leicht seekrank. Ich weiß gar nicht. Ich glaube ich nicht. Ich bin schon mal auf so einem kleinen, süßen Bötchen über den Königssee. Scheiße. Ah, sieh an, Richard. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Richard, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du... mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück in hohem Gras. Gary möchte kämpfen und setzt dazu Tauboga ein. Ich weiß aber nicht, ob wir das so richtig hinbekommen werden, ne? Warum darf Dan jetzt immer anfangen? Das ist doch nicht normal. Die Weiterentwicklung von Abra ist Kadabra. Simsala, oder wie heißt immer die letzte Entwicklung? Total doof. Abra, Kadabra und Simsala, glaube ich. Frag nicht. Raserei wird blockiert, das ist mir relativ wurscht. War eine doofe Entscheidung, sag ich mal. Na gut, danke. Schillerock, die Weiterentwicklung von Shigi. Jetzt wird spannend, weil wegen Wasser-Pokémon. Jetzt haben wir ein relativ großes Problem. Wobei wir natürlich einen riesigen Level-Vorteil haben, der sich auch gut auswirkt. Naja gut, das war jetzt aber enttäuschend. Schillerock wurde besiegt. Cool, war ja einfach. Oh Mist, naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Richard gewinnt 1300. Oh, es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber, da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann mal besuchen. Ciao. Mach ich direkt Pause hier. Alter Mann? Ich glaube, der übergibt sich da nicht gerade. 1000 natürliche Hausmittel gegen Seekrankheit. Der Kapitän liest dieses Buch. Manche Dinge macht man besser nicht. Oh, geht mir gar nicht gut. Oh. Richard massiert dem Kapitän den Rücken. Rubbel, Schrupp. Mal falsch verstehen. Oh, ich danke dir, es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Oh, ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Ich hab's, nimm einfach das hier. Damit bringst du deinen Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider bei. Ganz einfach. Bitteschön. VM01. Ja, super. Endlich bin ich nicht mehr krank. Es kann losgehen. Okay, Moment. Irgendwas stimmt da nicht. Moment.
Moment. Ich möchte jetzt diesen Fehler nicht machen. Okay, dann war das in Pokémon, müsste dann in Pokémon Gold gewesen sein, weil, war das in Pokémon Gold, echt? Für euch mal kurz zur Erklärung, es gibt nämlich ein Pokémon, dann war es Pokémon Gold, da findet man den Meisterball tatsächlich in einem Abfalleimer auf einem Schiff. Ich dachte, es wäre hier gewesen, dann war es tatsächlich in Pokémon Gold und Silber, oder? Da ist der Meisterball dann in einem Mülleimer, war das echt nicht hier? Das ist echt eine Erinnerung. Na gut. Hier kommen wir noch weiter nach oben. Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfes. Er unterrichtet sogar Pokémon im Umgang mit dem Zerschneider. Na, ihr wisst ja, wir können die ganzen Büsche zerschneiden, ne? Das ist natürlich super. Okay, sind vorne auf dem Deck, glaube ich. Ahoi, Seemann, bist du seekrank? Nicht wirklich. Wie gesagt, richtig auf einem großen Schiff bin ich noch nie gefahren, aber ich glaube wirklich seekrank bin ich nicht. Bisschen Höhenangst im Sinne von Achterbahn muss ich nicht gerade haben, aber auch das geht eigentlich, wenn ich nicht gerade Muffensausen bekomme. Na gut. Oh, du hast Glück gehabt. Mein Vater sagt, es gäbe 100 verschiedene Pokémon. Ich denke, es gibt mehr. 101, ne? Mit Mew, oder? Weiß es gar nicht. Oh, ich fühle mich elend. An der frischen Luft fühle ich mich besser. Okay. Oh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Okay. Wollen gar nicht alle kämpfen. Ja, ist ja interessant. Hey! Wie wär's mit einem Tänzchen? Von mir aus, Freundchen, gerne. Der Macho-Lo, ne? Ah, ich finde es aber schon besorgniserregend, dass wir so unglaublich stark sind, ne? Also ob wir jetzt wirklich noch riesige Probleme bekommen im Spiel. Boah. Will ich nicht ausschließen, aber... 35. Entwickeln wir uns weiter? Ich weiß es nicht. Oh, ich bin beeindruckt. Immer noch nicht, okay. Oh, hast du eine Ahnung, wie viele unterschiedliche Pokémon es gibt? 101. Sperrstunde, die Party ist vorbei, das Schiff sticht bald in See. Okay. Na gut. Dann war's das ja schon, ne? Ja, es gibt nämlich gar nicht so viel, so unglaublich viel gibt es hier gar nicht tatsächlich, erschreckenderweise im Nachhinein. Oh, Entschuldigung, Moment. Boah. Boah, habt ihr mich gehört? Ich glaube nicht, oder? Ganz knapp vorm Niesen noch hier. Noch gerettet. Das müsste es eigentlich gewesen sein, oder? Das Schiff ist in See gestochen.
Ja, und das war's mit der HMS Anne. Da kommen wir nicht mehr dran. Na? Dementsprechend kann ich euch nur empfehlen, macht vorher alle Kämpfe. VMTM, der Unterschied ist einfach, dass man VMs mehrmals benutzen kann. Na? Ja, Zerschneider, können wir gerne Glutexo beibringen. Nicht schlecht, wenn der so ein paar wichtige Attacken kann. Ja, und zwar Raserei. So, ja, ich würde ganz gerne zur Schneider. Ich weiß, wir können jetzt zur Arena gehen, yay. Ich würde das gerne hier zuerst mal angehen. Ohne Heilung jetzt einfach, so schwer war es ja gar nicht. Dim, dim, dim. Oh, oh, Dick-Dri. Ne, drei Dick-Dis, das ist cool, dass wir den jetzt hier kriegen. Ich hoffe, der überlebt das. Ja, jetzt können wir, geht natürlich daneben, ne? Schaufler. Eieiei. Boah, da haben wir Glück gehabt. Okay, da haben wir Glück gehabt. Dickti. Drei Dickti bilden dieses Pokémon. Es gräbt sich bis zu 40 Kilometer tief, um Erdbeben auszulösen. Boah. Das war nicht schlecht, ne? Aber wir haben es gefangen, das ist das Wichtigste. Einfach geil. Also mir die Kleinen doch irgendwie lieber, er war jetzt schon ein bisschen beängstigend. Vor allem die Stufe, was war der? 29, ne? Ja, ja, ja. Tschö. So. Tschüss. Oh Mann, mein Zahn. Ich hasse das einfach. Ah, ich will auch nicht zum Zahnarzt gehen. Das ist auch so schlimm. Weil hier gab es ja mehrere Möglichkeiten für Zerschneider. Ne? Wir können hier mit Zerschneider durchgehen. Dann gehen wir hier Pokémon, Glutexo, Zerschneider. Glutexo setzt den Zerschneider ein. Zack. Okay. Ah, sobald eines deiner Pokémon Blitz erlernt hat, kannst du dich in den Felstunnel wagen. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eichs Gehilfe. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. VM05. Richard, hast du 10 unterschiedliche Pokémon? Ja. Super, du hast 21 verschiedene gefangen. Einfach klasse. Hier, das hast du dir redlich verdient. VM05. Mit der VM Blitz kann man selbst die dunkelsten Höhlen erhellen. Wie geil ist das denn? Hier kriegen wir Blitz. Okay, das passt gut zu der Geschichte, die ich euch am Felstunnel dann oder in der Felshöhle erzählen will. HP Plus, okay. Mondstein, okay. So bekommt man Blitz? Das wusste ich aber auch nicht. Jetzt sind wir wieder hier, ne? Zurück am Anfangsort, wer es erkennt. Hier ist ein Trank im Busch, okay. Hier können wir jetzt auch durch. Man bringt uns gar nichts. Oder? Nee, wir kommen trotzdem nur dahin. Aber hier nicht eine Abra? Hier waren noch Abras, oder? Vertue ich mich da gerade? Nee, ne? Waren hier Abras? Nee. Und übrigens, Pokémon Gold, Silber und Kristall habe zum ersten Mal einen tatsächlichen Tag-Nacht-Wechsel. Auch sehr geil.
Hier können wir jetzt rein. Man muss eigentlich alles nochmal abgrasen, wo man überall diese Wege hatte. Oh, ich bin wohl eingenickt. Oh, ich habe geträumt, dass Traumato meine Träume fressen wollte. Was ist das? Wo kommt dieses TM her hier? Das ist mir unheimlich. Hier, du kannst es haben. Du trägst so viele Items bei. Keine Ahnung. Gehen wir ihm jetzt KP Plus. Das wusste ich gar nicht, dass das möglich ist. Protectus Gesundheit steigt. Okay. Das finde ich ja ein bisschen doof. TM 42. Okay. Oh, das ist Traumfresser. Na gut, wenn ich da träumen würde, würde ich da glaube ich auch nicht besitzen wollen. Okay. So bekommt man Blitz, das finde ich gerade richtig krass. Myrapla. Haben wir ein Abra? Ja, oder? Habe ich keins gefangen. Gar keins gefangen, okay. Dann müssen wir also quasi zwei fangen. Das ist ja super. Aber das würde ich gerne mit Superbällen machen und nicht mit normalen Bällen. So. Schon doof irgendwie, ne? Ein richtiger Metalldruck hier. Da, 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 da. Okay. Und dann einmal bitte die Pokémon durchheilen. Pokémon Gelb haben wir auch damals gehabt. Wir hatten Pokémon Rot, Blau und Gelb. Aber Gelb war komplett auf Englisch. Und mein Englisch war damals mit 6, 7, 8 Jahren noch nicht so doll. Dementsprechend ist dann Pokémon Gelb bei uns richtig untergegangen, sag ich mal. Relativ schade. Na, ich fand's immer cool, dass da Pikachu hinterherläuft und sowas, aber wegen der anderen Sprache ist es dann echt untergegangen im Nachhinein. Na, und dann habe ich eben überwiegend Pokémon Rot gespielt, weil ich Glurak geil fand. Und der eben von außen drauf war und das auch deutsch war. Ne? Ja. Und dann war meine Kindheit sozusagen Pokémon Gold. Weil ich Rot eben dann auch gespielt habe, wie gesagt, aber überlege gerade, ich glaube, ich habe das tatsächlich nur auf dem Gameboy meines Bruders gespielt. Dann, als ich dann Pokémon Gold bekommen habe. Als ich Pokémon Gold bekommen habe, wollte er, glaube ich, seinen Gameboy gar nicht mehr haben oder war kaputt. Dann durften wir die ganzen Spiele haben, aber dann hatte ich quasi einen Gameboy Color mit Pokémon Gold. Dann habe ich logischerweise Pokémon Gold gespielt, weil es eben neu war und ich mir das auch zu Geburtstag gewünscht habe und so weiter und so fort. Und dann ist Pokémon Rot eben so ein bisschen von der Kippe gefallen, weil ich dann eben nur noch Pokémon... Na? Gold gespielt habe. Hier kommen wir dann oben zum Brokkostadt, soweit ich mich jetzt erinnere. Korrigiert mich bitte. Wir machen heute aber wieder schön zeitig Schluss in einer Stunde. Weil ich jetzt die erste Woche rum habe, in der ich wieder hier jeden Tag vom Computer sitze, im Büro. Und dementsprechend ist es dann schön, heute Abend mal ein bisschen nicht am PC zu sitzen. Das ist halt echt wirklich schade. Ich will nicht behaupten, dass mich jetzt das Büroarbeiten vom Spielen oder Aufnehmen abhalten würde. Das stimmt gar nicht. Aber anfangs, das ist mir auch bei dem letzten Mal aufgefallen. Ich habe ja immer so drei Monate, kann man sagen. Drei Monate das. Jetzt gerade wieder nicht, jetzt habe ich sechs Monate das, aber ist ja egal. Also immer so 3 Monate Schule, 3 Monate Büro. Und die erste Zeit so mit diesen 5-6 Stunden auf Monitor starren, die ist immer schlimm. Wenn man dann nach Hause kommt, das dann hier auch noch macht und dann noch mit einer Festtagsbeleuchtung hier sitzt. Also das ist schon mal was anderes als, keine Ahnung, aus der Schule zu kommen und sich dann abends 2 Stunden hinzusetzen. Ich habe jetzt quasi 5 Stunden PC-Intus
Mit auch nicht gerade den besten Monitoren, also... Ja, egal, könnte ich mich jetzt wieder aufregen, egal, aber auf jeden Fall keine guten Monitore. Nicht mal Full HD, ich finde das ganz schlimm, also wenn ich da irgendwo mal meinen festen Posten hätte, ich glaube, das Erste, was ich machen würde, wäre mir dann Full HD Monitor hinzustellen, der so ein bisschen mehr Bildqualität liefert, weil ich glaube, mit so Pixeln auf lange Sicht würde ich mich damit nicht zufrieden geben. Auf jeden Fall ist es dann nochmal was anderes, dann quasi nach 5-6 Stunden permanent auf diesen Monitor starren, dann nochmal 2 Stunden drauf gucken. Ist das anderes, als nach Hause zu kommen und dann 2 Stunden drauf zu gucken? Glaubt man gar nicht, ist aber wirklich so. Die Augen noch was ganz, ganz anderes. Einmal bitte die Pokémon heilen. Wie geil, dass man da Blitz bekommt. Das löst eigentlich eine riesige Problematik, über die ich euch aufklären wollte, beim nächsten Mal oder bei dem Tunnel, wie gesagt, komplett auf. Das ist ultra geil, dass wir jetzt einfach Blitz bekommen haben. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber okay. Ich glaube, hier gibt's Medbo. Ich bin mir total sicher eigentlich. Oder? Ich könnte mich gerne korrigieren, aber... Im Leben. Ich weiß, was ich hier früher ganz oft hinterhergelaufen bin. Myrapla hat mir meine Schwester versaut als Pokémon. Also Myrapla hat sie mir wirklich versaut. Schön, dass hier Cola-Spritzer an meinem Mikrofon sind. Schön. Ich meine wirklich, das gäb's hier. Ein Mankey! Was zum Teufel machst du denn hier, Alter? Entschuldigung. Die Ausdrucksweise. Ein Mankey? Warum denn mit einem Schnabel, Alter? Der war 3 Level höher. Mit einem Schnabel tot. Das war auch zu schön, ne? Das war auch zu schön, um wahr zu sein. Ja, jetzt bin ich frustriert natürlich, ne? Aber jetzt der Abschluss gewesen, noch Mankey als seltenes Pokémon mitzunehmen und stattdessen... Na gut. Letztes Pokémon. Komm schon. Mankey, Mann! Oh, wie ärgerlich, ey. Musste aber passieren, ne? Wäre auch zu schön gewesen, so. Ah. Letztes Pokémon. Ich glaube, ich darf das Ding gar nicht angreifen.
Kann nicht sein. Geht das gar nicht, ohne den zu schwächen? Ja! Gerettet, ey. Ein Affe. Ein reizbares und unbeherrschbares Pokémon, dessen Gemütszustand binnen Sekunden wechselt. Geil. Das finde ich gerade richtig geil. Wir haben erst 22 Pokémon, Gary hat schon wie viele? 40? So ein Mistkerl. Na gut, beim nächsten Mal starten wir mit der Arena durch und das wird spannend. Ich meine, hier waren... Was waren das nochmal für Pokémon? Kann man das hier sehen? Orania City, Pokémon Arena, Arenaleiter Major Bob. Der blitzschnelle Arenaleiter. Okay, Blitz-Pokémon, das müssten wir eigentlich gut schaffen können. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Pokémon der roten Edition. Wir speichern. So. Und bis dann. Tschüss.